mit Marios Superreise, mit Luigi im Handgepäck. Heute kommt der große Wüstenspaß und ich glaube, es ging in die Richtung. Ich habe schon wieder voll vergessen, ne? Ich glaube, wir sind hier ganz richtig. So, das hier ist ein ganz neuer Ort, wie es aussieht. Oh, mit Gegnern und so. Ich will erstmal hier hin. Weil hier gibt es wieder mal einen Block für eine neue Attacke. Und das gefällt mir. So. Ja, Gegner, ich versuche den mal jetzt so ein bisschen auszuweichen, ne? Aber früher oder später werde ich eh gezwungen sein, gegen die zu kämpfen. Gibt's hier sonst irgendwas? Also. Ah, hier. Auf der Karte unten. Schockbombe. Was ist Schockbombe? Ich weiß gar nicht, was das ist. Auf der Karte werden mir ja nur diese Puzzle-Dinger da angezeigt und nicht jedes Item-Block. Deswegen sollte man natürlich auch Eigeninitiativ ein bisschen mal sich umschauen. Oh. Ey, ihr zwei da. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was rauskommt. Ein Ordenladen oder so. Ich kann euch sagen, Jungs, heute ist euer Glückstag. Ihr müsst wissen, ich verkaufe hier die besten Orden, die ihr südlich des Pyjama-Gipfels finden werdet. Weil schließlich jeder, dass der richtige Orden an der Brust einen Kampf für dich entscheiden kann. Also, wie sieht's aus? Interessiert? Okay. Ich glaube, das heißt ja. Ihr habt schon ein paar, ja? Aber keine wirklich große Auswahl. Eigentlich schade, findet ihr nicht auch? Ihr seht aus wie nette Jungs, also mache ich euch einen Vorschlag. Ihr kriegt einen super Sonderpreis. Nur 1000 Münzen für zwei Brand... What? 1000? Für zwei brandaktuelle Orden. Nö. Ihr wollt also handeln? Na gut, wär's mit 500 Münzen? Ja, die Pfandelskönige, Mario und Luigi. Okay, 200 Münzen, mein letztes Wort. 100 Münzen und billiger wird's ganz sicher nicht. 80? 50? Wir kriegen's geschenkt. 30? 10? 5? Eine Münze. Eine ist uns zu viel. So, eine Münze zum ersten, zum zweiten und... Na komm, ist doch egal. Geht heute aufs Haus. Oh Mann. Armer Kerl, der macht echt keinen Profit mit seinem Laden. In Sachen Falschen habe ich anscheinend noch viel zu lernen. Bitteschön. Zwei neue Orden erhalten. Geht zum Menübildschirm, um neue Orden auszurüsten. Ihr wollt wissen, wie ihr verwenden könnt? Nö. Sicher, ihr könnt noch was lernen. Nö heißt nö. Na gut, ihr wisst wohl schon, dass man Orden über den Menübildschirm ausrüsten kann. Ich meine, ist ja nicht schwer, ne? Und ihr wisst sicher auch, dass ihr neue Orden anprobieren solltet, sobald ihr sie erhaltet. Und natürlich wisst ihr auch, dass unterschiedliche Orden unterschiedliche Effekte haben. Ja und ja. Von Zeit zu Zeit kriege ich hier neue Orden rein. Schaut also regelmäßig bei mir vorbei. Na gut, das mache ich sogar jetzt. Ich weiß ja gar nicht. Kauf? Virusorden. Verringert die Kraft des Gegners und macht ihn schwindelig. Wie ein Virus eben. Also, weil Gegner seine... Okay, das ist Risikoorden. Ich glaube, das ist nichts. Meisterorden, ideal für erfahrene Abenteurer, bringt einen angemessenen Effekt. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ein Orden für den Klempner von... Für den Klempner von Welt. Okay, wieso... Das sind gar keine richtigen Aussagen, die mir geben. Okay, nein. Ich lehne mal ab. Ich guck mal überhaupt, was ich erst bekommen habe. Weil ich bin eigentlich so einer, der die Heilung am meisten mag. Deswegen, also, reduziert den Schaden beim nächsten 3 Angriff auf 0. Warte. Ach, das, also, das sind ja auch Kombinationen, die man machen muss, ne? Oh, fuck. Gut, ich habe hier so viele Kabel, ist mein Problem. Und mein Headset-Kabel hängt fest. Gut. Ne, ich habe hier das Kabel für meinen 3DS, um das hier am PC zu verbinden, um aufzunehmen. Headset-Kabel und Aufladekabel für den 3DS noch. Ist hier ganz schön was los gerade. Okay, WP beider Brüder füllt um 30 auf. Ja, nö. Füllt KP beider um 30 auf. Ist eigentlich das, was wir vorher hatten. Reduziert den Schaden bei den nächsten 3 Angriffen auf 0. Bin ich auch nicht so für. Erhöht zeitweise Verteidigungswert, reduziert Schaden durch Angriffe. Ach, keine Ahnung. Ich bin ehrlich, das, wie es vorher war, hat es mir eigentlich sogar am besten gefallen. Einfach ein paar KP darauf bekommen und gut ist. So ist es nun mal. So, die einen Orden, ich weiß gar nicht, ich will mir ehrlich gesagt auch keine kaufen. Ich habe keine Ahnung, was sie bewirken. Und 1500 ist anscheinend der beste. Und da kann ich wirklich nicht mit dem verhandeln. Da müsste ich den Preis bezahlen.
Also gehen wir erstmal weiter. Der sagt auch, von Zeit zu Zeit kriege ich irgendwas Neues rein. Und dann werden wir das auch beherzigen. Und einfach ein andermal dahin gehen. So, ich will da hier lang. Weil hier sind bestimmt auch tolle Items. Ein bisschen Geld und so, ne? Okay, jetzt gibt es zwei Wege. Okay, der zählt noch nicht, der Gegner. Nee, okay, den Weg kann ich... Ach, da kann ich nicht lang. Okay, dann gibt's einen Weg. Ich muss hier lang... Okay, direkt nächste Cutscene, was ist los? Oh nein, oh Mann, ich bin an Treibsanddünen abgerutscht. Hahaha, jetzt bist du dran. Dafür wird der Blockburger ganz schön Helm polieren. Nein, ich muss da wieder hoch, sofort. Keine Chance, das schaffst du nie, die Treibsanddüne hochzukommen. Dafür bräuchst du schon ein Gerüst, hast du aber nicht. Boah, wieder schadensfroh und sowas. Oh Mann, wenn Blockburger das rausfindet... Böse. Wir können da natürlich auch nicht hoch. Es gibt keinen einfachen Weg, einfach keinen Weg, da hochzukommen. Ich wünschte, ich hätte eine magische Treppe oder sowas. Okay, das heißt, ich muss bestimmt mich wieder irgendwie drum kümmern. Ein Tag unfallfrei. Unfälle anzuzeigen. Okay. Okay. Halte still! Was? Ach, die wollen die Gegner kaputt hauen. Ah, treffen die gar nicht, oder? Oder doch? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich will jetzt... Nee, ich kann hier gar nicht lang. Oh, schade. Oh. Okay, wir kämpfen. Nach langer Zeit. Okay. Ups, leider viel zu früh gesprungen. Was? Okay, ich hab abgewehrt, aber keine Ahnung wie. Aber ich hab. Zack. Ui. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ey, ich bin ja gar nicht mal geheilt oder sowas. Ich hab voll viel Schaden und gar keine BP so übrig. Schon fies. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das normal ist, dass ich so Schaden rausdrücke oder ob ich noch eigentlich hätte trainieren sollen, weil ich ja so vielen Gegnern noch nicht ausgewichen bin. Aber das ist halt immer meine Art zu zocken, ne? In einem Let's Play zumindest. Oh, da hat er mich erwischt. Das ist nicht so gut. Okay. Außerdem habe ich das Gefühl, diese Leiste da unten fühlt sich bei Luigi viel schneller auf als bei Mario. Ich habe keine Ahnung warum. So. Gewonnen. Erfahrungspunkte und so. Mal sehen. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Ach ja, irgendwie da hoch, ne? So, was geht bei euch, Freunde der Sonne? Oh, muss ich direkt kämpfen? Es ist ein Tutorial bestimmt. Oder ist das ein normaler Kampf? Das ist ein normaler Kampf. Aber der ist gescriptet, also... Okay, ich mache einfach den, also dann kann man eigentlich nichts falsch machen. So. Also den Kampf muss ich anscheinend durchführen. Aber ich weiß, wie die Viecher jetzt langsam ticken, also es ist kein Problem. Okay. Was? Wieso so niedrig diesmal? Yes. Schön abwehren immer. Und... Bäm, stirb. Und du... Okay, der braucht wahrscheinlich noch ein paar Hits, aber... Nächste Runde vielleicht. Zehnfach excellent bestanden. Wow, ich bin echt der Beste. Okay, und noch ein fetter, cooler Mario-Sprung. So. Ohne Schäden 11 bestanden. Cool. Ich habe 90 irgendwas bekommen. Ey, die haben mir eine Bonushose geschenkt. Was ist da los? Und ein Level-Up für Mario. Okay, ich weiß gar nicht so richtig, was gerade abgeht, aber ich habe irgendwie durch diese ganzen Achievements-Kram... Wow, ein Panzerrang. Warte mal. Okay. Es passiert gerade so viel auf einmal, ne? Du hast einen höheren Rang erreicht. Je stärker du wirst, desto höher steigt auch dein Rang. Außerdem passiert etwas Tolles, wenn du einen neuen Rang erhältst.
Ganz genau, jedes Mal, wenn ich einen Rang erhöht, also wenn er ansteigt, erhältst du einen Bonus, der dir im Kampf nutzen wird. Es gibt ganz verschiedene Boni. Dieser hier zum Beispiel gibt dir einen zusätzlichen Extra-Slot. Mehr Platz für Ausrüstung. Ermöglicht dir mehr Items auszurüsten als vorher. Wie so Socken und sowas? Es gibt noch eine Menge anderer Boni. Such dir einfach den aus, der am besten passt. Ach, ich darf mir einen aussuchen. Eins habe ich noch vergessen. Die maximale Anzahl der Ranganstiege ist begrenzt. Du wirst also nie schaffen, alle Sachen zu kassieren. Denk also gut nach, bevor du einen Bonus auswählst. Okay. Das ist cool. Das mit der Ausrüstung ist eigentlich gut, glaube ich. Extra Slot, mehr Platz für Ausrüstung. Ein Effektvorrat für Orden. Ich weiß nicht mal, was damit gemeint ist. Mehr KP, mehr Angriff, mehr BP erhöhen. Aufleveln wird wesentlich leichter. Ich glaube, für das Let's Play ist das sogar gut geeignet, denke ich. Ich bin mir auch nicht sicher. Reduziert durch Gegner erlittenen Schaden 25%. Wow, das ist gut. Die sind alle so gut, ne? Ich nehme mal Ausrüstung. Mehr Ausrüstung. Ja. Ist eine schwierige Entscheidung, weil ich nämlich gar keinen Plan davon habe, ungefähr. So, und wie wäre es, wenn ich noch den Angriff erhöhe? So, um 4. Okay, da ist ja ganz schön viel auf einmal gerade passiert. Gut, Freunde. Danke für die Hilfe, Partner. Ey, diese Dinger, die ihr da habt, das sind doch Hämmer, oder? Ja, ja. Mir kommt eine Idee. Ihr habt uns echt geholfen, Jungs. Dafür müssen wir euch unsere Spezialtechnik beibringen. Ah, okay, die hauen uns in den Boden rein und ich kann mir diese Xe da holen. Fertig? Ich hab das mal in dem Film gesehen. Boom. Genau so. Ja, ja, das kennt man ja aus den anderen Mario und Luigi-Teilen. Wow, das hat ja echt funktioniert. Verpasst du dem roten Typen einen zum Hammer, schickst ihn unter die Erde. Und als ob das nicht schon cool wäre, kann er sich unter der Erde frei bewegen. Mit dieser Technik kommt man noch unter Zäunen und so etwas durch. Probiert's einfach mal aus. Tut auch gar nicht weh. Na gut, so gut wie gar nicht. Ja, ja. Drücke die R-Taste. Okay, jetzt wieder Tutorial-Time. Ich meine, das Spiel besteht ja aus nichts anderem. Drück den B-Knopf und dann den Boden. Sauberer Treffer. Und eine rote Freund kannst du dann bewegen. Jo. Ist eigentlich ziemlich klar. Okay, um wieder aufzutauchen, drückst du einfach den A-Knopf. Okay, wir haben jetzt die super-duper Erd-Mario-Technik gelernt. Was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil sonst war es immer Luigi, der in der Erde ist. Mit dem Hammer können wir auch etwas anderes anstellen. Ja, wir können uns diese Dinge hier holen oder versucht die Aktion. Ja, okay. Ach so. Ach, dann werde ich klein. Das. Ja, dann wird man klein, okay. Mit der Technik kommst du durch niedrige Eingänge. Verpasst dein Bruder noch eine, bekommt er seine ursprüngliche Form zurück. Okay, das gab es in Mario und Luigi Superstar Saga. Aber das war auch mit Mario, wo der klein wurde. Jo. Ja, okay. Immer auf dem harten Boden. Drück den B-Knopf. Und Mario wird klein. Sah jetzt echt schmerzhaft aus. So, und nochmal. Alles klar, haben wir gleich so gesehen zwei Techniken gelernt. Was meinst du? Willst du das ausprobieren? Ja, ja. Spring gegen den Block da drüben. Ja, okay. Wir haben die Blöcke halt heute ausgegraben, aber wir schenken sie euch. Okay. So. Warte mal, geht mal da weg. Ich will dieses X aufsammeln. Freunde, ach, das sind ja Arschlöcher. Dann darf ich halt nicht. Was soll man sagen? Gut, also ich muss hier rein. Jetzt bin ich mit Mario allein unterwegs. Wow, das ist echt genau wie ein Superstar-Saga hier. Das finde ich cool. Ey, da liegt auch so ein Kissen. Also so Kisso oder... Nee, Kissen. Wie nennt man die Dinge? Ihr wisst ja wahrscheinlich, was ich meine. Okay, dann hier. Auch noch ein Block. Super Nuss. Und... Nee, warte mal. Bevor... ich mir da drüben das Ding hole, weil ich... Das muss zu einer Cutscene führen. Will ich erstmal ins Menü gehen. Und nach Ausrüstung gucken. Weil ich habe jetzt einen Slot frei. Ich darf da wahrscheinlich jetzt nicht noch eine Hose reintun, leider. Das heißt, wir müssen Socken oder sowas hin. Das heißt, ich muss mir erstmal Sachen kaufen. Aber ich habe jetzt so eine Bonushose erhalten. Deine Verteidigung abhängig von deiner Erfolgsquote bei Bonusaufgaben. Nö. Gefällt mir nicht. Na gut.
Dann R rein. Achso, ja. Groß und dann rein. So. Ach, gut. Ich wusste jetzt nicht, dass ich das mit dem Hammer runterschlagen muss. Das habe ich jetzt irgendwie mehr oder weniger aus Versehen gemacht. Saure Treffer, ihr versteht was von Blöcken. Wird Zeit, die Lektion ordentlich abzuschließen. Och, nö. Keine weiteren Tutorials. Ich habe alles verstanden, liebe Freunde. Kann ich mir nicht einfach das Ding hier holen? Na gut, ich gehe zu euch. Eins müssen wir euch noch unbedingt zeigen. Ja, okay, geht unter die Erde und nimmt euch das Ding. Das will ich die ganze Zeit schon machen, ja? Ihr faulen Säcke. Okay, Herzbohne. Gut gemacht. Das ist eine Bohne. Glaub mir, Bohnen sind eine feine Sache. Sie helfen euch, die Werte zu verbessern. Klar, eine einzelne Bohne macht keinen großen Unterschied. Wenn ihr aber regelmäßig eure Bohnen esst, werdet ihr wirklich groß und stark. Das heißt, Bohnen findet man überall auf der Insel. Wenn ihr also ein Bohnenloch seht, taucht einfach ab und schnappt euch die Bohne. Im Menü könnt ihr dann überprüfen, welche Bohnen ihr schon gefunden habt. Das hier ist wirklich praktisch, also vergesst nicht, was ihr gelernt habt. Okay, danke ihr coolen Leute. Weil, warte, wo war nochmal eine? Ach nee, das war die hier war, ne? Gut, dann klicken wir das Ding einfach an. Traumwelt besuchen, ja. Okay, gute Nacht, Luigi, mitten in der Wüste.